Was ein wunderschöner Tag im Juli 2019 im Rigotti-Garten. Stahlblauer Himmel, wunderschöner Tag. Was kann schöner sein? Ja, beim letzten Gartenrundgang, da sah es noch nicht so toll aus. Da kam der Hagel, hat mir alle Pflanzen zerhauen. Aber ihr habt so viel Pflanzen gespendet. Ihr habt so viel Hilfe geleistet. Manche von euch haben Geld gespendet. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich habe den Garten quasi wieder komplett herstellen können, wie er jetzt aussieht. Das zeige ich euch und ich bin total glücklich. Fangen wir mal mit dem großen Beet hier an. Und zwar ganz hinten beim Knoblauch und den Erdbeeren. Die Erdbeeren hat es zerhagelt, ganz klar. Aber sie sind wieder einigermaßen wiedergekommen. Ich habe einige Erdbeerpflanzen als Spende bekommen und habe die hier wieder eingepflanzt. Auch die wachsen schön. Ich wollte auch einen Film machen zu meiner speziellen Erdbeersorte. Der wird noch kommen, sobald die ersten Erdbeeren hier reif werden. Hier standen meine Knoblauchstangen. Die sind quasi alle weg. Die hat es auch vom Hagel zerschlagen. Es stehen hier nur noch so ein Gerippe. Das habe ich mal in der Erde gelassen, in der Hoffnung, dass die Knoblauchknollen noch größer werden. Das ist aber bestimmt nicht mehr der Fall. Deswegen werde ich die jetzt ernten. Ach, sind die winzig. Schaut mal, wie klein die Knollen geblieben sind. Oh Mann, es ist zum Kotzen. Tja, zusätzlich knabbern die Wühlmäuse den Knoblauch an. Bislang bin ich verschont geblieben davon, aber anscheinend finden auch die Wühlmäuse wenig zum Fressen. Und auch dann, tja, nagen sie Knoblauch an. Das gibt ein Jahr mit wenig Knoblauch. So kleine Knollen, so winzige Zehen, so schlimm war es noch nie. Das wird ein hartes Jahr in der Küche. Naja, wahrscheinlich muss ich was nachkaufen, aber so ist es nun mal beim Gärtnern. Das eine Jahr im Überfluss und im nächsten Jahr, da klappt es halt gar nicht oder so mickrig wie hier. Warum ist es dieses Jahr so schlecht mit dem Knoblauch? Ganz einfach, der Hagel, der hat das Grün hier oben zerstört. Damit konnte der Knoblauch nicht weiter wachsen, weder oberirdisch noch unterirdisch in den Zehen oder Knollen. Schade. Heieiei. Ah, Scusi. Weil es mir schon klar war, dass nach dem Hagel das mit dem Knoblauch hier nicht mehr gut funktioniert, habe ich noch dazwischen Buschbohnen ausgesät. Die sind schon schön gekommen und da wird es hoffentlich noch eine schöne Ernte geben. Hier auf der anderen Seite vom Knoblauchfeld, da hatte ich Ackerbohnen stehen. Die sind im Hagel natürlich völlig verschwunden, beziehungsweise es standen nur noch die Stiele da, alles andere war weg. Da habe ich Pflanzen hingesetzt von den Zuschauern, Kohlsorten verschiedenste, Grünkohl erkennt man hier schön. Da stand Fenchel, eine schöne Reihe. Leider ist der nach und nach einfach in der Erde verschwunden. Wohin? Natürlich in die Gänge der Wühlmäuse. Ich habe hier eine Wühlmausfalle stehen, die löst aber nicht aus. Die Wühlmaus ist ja auch nicht doof. Dann gehen wir von ganz da hinten, von dem Erdbeerfeld, ein Stückchen weiter nach vorne. Die Pflanze hier, die hat den Hagel ganz gut überstanden. Zwar waren die Blätter auch ziemlich zerschlagen, aber er ist wieder schön getrieben. Na, wer weiß, was es ist. Meerrettich. Ein wahrer Überlebenskünstler. Denn wenn man den einmal im Garten hat, der treibt immer wieder aus. Auf der anderen Seite, da hatte ich ja die Pastinaken hingepflanzt. Auch da haben es einige Pflanzen überlebt. Ein paar sind weg und kaputt. Da habe ich Kohl nachgepflanzt. Ja, vielleicht entdeckt ja der ein oder andere Pflanzenspender sein Pflänzchen wieder, wie zum Beispiel hier. Hier habe ich diesen wunderschönen Borretsch hingesetzt. Kommt wunderbar. Und nochmal ein kleines Stückchen weiter vorne bin ich bei meinen Zwiebeln. Die habe ich nicht neu gesteckt. Die sind weitergewachsen. Da unten sind sie zwar zerhauen, aber sie treiben neu aus und scheinen eine schöne Zwiebel zu bilden. Hier standen meine, was stand hier? Die Schwarzwurzeln. Das waren kleine Pflänzchen, die hat es auf Nimmerwiedersehen zerhauen. Ich habe sie nicht mehr wiedergefunden. Da habe ich alles Mögliche hingesetzt von euren Pflanzenspenden. Hier zum Beispiel einen Rotkohl, einen Rosenkohl, da hinten rote Beete und so weiter. Alles querbeet, bisschen durcheinander. Hier wachsen ganz schöne Zinnien, gefallen mir so gut. Und auch wieder Kohl daneben, noch sehr klein. Da hinten wächst auch nochmal ein Kürbis und dann geht's weiter zum Kartoffelfeld.
Und hier das grüne Feld, das sind meine Kartoffeln. Die wachsen zwar schön, die sind nach dem Hagel nicht nachgepflanzt, sondern sind weitergewachsen. Das sind auch so Überlebenskünstler. Die könnt man abschneiden, die treiben wieder neu aus. Aber ich habe dieses Jahr ein Problem, und zwar mit dem Kartoffelkäfer. Echt ärgerlich. Alles voll dieses Jahr, so schlimm hatte ich es noch nie. Dicke, fette Maden bis hin zum Käfer, der dann wieder Eier legt. Hier mache ich euch mal einen Schnelldurchlauf. Oh, sieht ganz witzig aus. Ich verwende kein Gift gegen den Kartoffelkäfer. Bei so einer kleinen Fläche kann man das wunderbar absammeln. Sollte jeder Hobbygärtner tun, denn Gift im Hobbygarten, nee, muss nicht sein. Und ich bin auch kein Freund von Gift in der Profilandwirtschaft. Und von den Kartoffeln hier, eins weiter vor zu diesem hässlichen Gitter. Das sieht man auf der Kamera zwar kaum, aber mit bloßem Auge, wenn man hier im Garten steht, ist das schon sehr prägnant und nicht schön. Ich habe mir gewünscht, dass es mit den Erbsen, die ich hier hingesät habe, Zuckererbsen, und hier an den Querteilen, da sind Schalerbsen, dass das wesentlich schneller zuwächst und man das Gitter hier gar nicht mehr sieht. Es wird also eine grüne Wand. Es dauert jetzt einfach noch mal 2 Wochen mindestens, bis es wahrscheinlich zugewachsen ist. Warum dauert so lange, beziehungsweise warum ging es nicht schneller? Natürlich wegen des Hagels, der hat die Dinger ja auch kaputt gehauen. Ich habe auch noch mal nachgesät und jetzt kommen sie recht schön. Wisst ihr außerdem, warum eine Zuckererbse Zuckererbse heißt? Köstlich. Dazwischen habe ich Salat gepflanzt, der fängt gerade an zu schießen. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, den Salat zu ernten. Und daneben wachsen die Stuttgarter Riesen, große weiße Zwiebelchen. Ah, freue ich mich drauf. Die haben wir nachgesteckt, und zwar immer dazwischen, wo die Zwiebeln so zerschlagen waren vom Hagel. Zum Glück sind beide wieder gewachsen. Ah, die neu gesteckten und die, die schon gewachsen waren. Deswegen sitzen die hier jetzt sehr eng, macht aber nichts. Da dünne ich einfach die Reihen aus, indem ich hier die Zwiebelchen aus der Erde hole. Schaut doch, wie schön die sind. Die sind jetzt zwar noch klein, aber perfekt zum Salat, den ich jetzt auch ernten werde. Das Grün hier nicht wegschmeißen, mit in den Salat rein, schmeckt super. Und was wächst hier vorne in dem Bereich? Da wächst jede Menge Petersilie, auch eine Spende von euch. Ganz herzlichen Dank, bin ich sehr glücklich drüber, denn Petersilie ist mir eine wichtige Sache im Garten. Rechts von mir auch wieder Kohl, alles Mögliche durcheinander, Mangold, da hinten rote Beete und so weiter. Dann habe ich viele Blümchen auch gepflanzt, hier zum Beispiel, das müsste die Jungfer im Grünen sein. Dann Kamille, oh, die blüht wunderschön, freue ich mich drauf. Kamille hat so einen schönen Duft, ist eine tolle Gartenpflanze und Heilpflanze, wichtig im Garten. Und ganz vorne, da habe ich zum Beispiel die Physalis angepflanzt. Hier neben den Stockrosen sind neu gekommen. Nochmal Physalis. Hier wächst wieder eine Stockrose. Sie sind nicht besonders hübsch, weil sie so zerhauen sind vom Hagel, aber sie wachsen. Nochmal daneben, da müsst ihr mir weiterhelfen. Wunderhübsch, allerdings keine Ahnung, wie sie heißen. Stockrose mit dunkler Blüte, so schön. Auch das hier unten ist kein Unkraut, das sind Blumen, und zwar die Kornblume. Und auch die hier sehen sie nicht wunderschön aus. Helft mir bitte weiter, ich weiß den Namen nicht. Auch diese hier, keine Ahnung, wie sie heißen, war auch eine Pflanzenspende. Die Jakon vom Gartengemüsekiosk, Jakon für Flo, auch die ist wieder gewachsen. Ihr seht, wie sie hier seitlich so austreibt, hat es also geschafft. Die einzigen Pflanzen, die es in diesem Beet geschafft haben, das waren hier die Ringelblumen. Die sind von selber wiedergekommen, und daneben der Lauch. Die haben es überlebt, der Rest war tot. Hier haben wir neu angepflanzt Salat. Hier in dem Zuge nochmal herzlichen Dank an Vicky und Ed für die tolle Hilfe im Garten und für die Pflanzenspende. Tolle Sache. Hier habe ich hingepflanzt, nein, hat der Ed hingepflanzt, Sellerie, Mangold, Zucchini, Sonnenblumen jede Menge. Dann da hinten Fenchel, Einlegegurken, Amaranth habe ich das erste Mal im Garten. Noch mehr Sellerie, was haben wir denn noch? Mangold, Blumen, der Name ich jetzt auch nicht weiß. Und da hinten meine Kräuter, die es auch überlebt haben außerdem. Und zwar Koriander und Senfsaat. Ja, hier bin ich im Dschungel der Kürbisse. Die wachsen so schön, wenn ich mir überlege, wie sah es hier kurz nach dem Hagel aus. Alles tot. Die Kürbisse, ja, ein paar sind so mickrig nachgewachsen. Aber
Das hier sind eure Pflanzenspenden Hokkaido-Kürbis. Hinter mir, da stand der Spaghetti-Kürbis, der ist leider weg vom Hagel zerschlagen. Da habe ich keine neuen Nachzuchten gemacht. Da wächst jetzt Muscat de Provence und der Butternut. Hokkaido, mein Lieblingskürbis, die anderen beiden auch super, schmecken mir richtig klasse. Und nochmal vielen Dank für eure Spenden. Maispflanzen waren auch kaputt, jetzt stehen wieder große da. Das waren Spenden vom Garten-Gemüse-Kiosk. Auch an euch nochmal ganz herzlichen Dank. Man sieht schon die ersten Kürbisse. Ach, sehen sie nicht toll aus. Die werden dunkelorange. Das Weidefass ist geschweißt, es ist einigermaßen dicht. Und jetzt läuft das Regenwasser über diesen Schlauch hier mit Schwerkraft in meine Tröpfchenbewässerung rein. Ins Gewächshaus funktioniert wieder gut. Hier im Gewächshaus, da muss ich mich ein bisschen beeilen mit dem Gartenrundgang, denn die Temperaturen sind ganz schön heiß, obwohl vorne und hinten die Türen auf sind. Es ist so ein bisschen Durchzug, aber hier wird es doch ganz schön heiß hier drin. Meine Tomaten, ja, die könnten schon deutlich größer sein. Warum sind die erst ja, so groß hier? Knapp über einen Meter. Das liegt an der Wühlmaus. Ich habe nach wie vor Probleme mit der Wühlmaus. Ich kriege sie nicht los. Sie gräbt hier ihre Gänge und die Tomaten haben es natürlich schwieriger zu wachsen, weil sie deutlich weniger Nährstoffe aufnehmen können. Aber es klappt trotzdem. Journey Prince hängt schon voll. Ananastomaten sieht man schon die ersten. Und hier andere Sorten, die ich einfach nachpflanzen musste, weil mir die Wühlmaus einige Tomaten richtig kaputt gemacht hat. Wie zum Beispiel hier die Indigo-Rose. Die Black Cherry, tolle Tomate, die Goldina und hier Chilis, die werden schon rot, die verwende ich schon ordentlich. Lila Luzi, die türkische Haarpaprika oder hier die Gewürzpaprika, die auch richtig schön kräftig schmeckt. Ich habe sie schon probiert. Hier auf der anderen Seite, da wachsen Honigmelonen, Wassermelonen, da hängen schon die ersten dran, noch klein, aber sie werden kommen. Nochmal eine Chili, die schon orange wird. Und was heißt Orange auf Türkisch? Çurunku, habe ich mir sagen lassen. Çurunku Spiral heißt orangene Spirale, Chili oder Paprika. Dann Absinthtomate, Tropfenchili, nochmal die Indigo-Rose, Maiglöckchen, die Tomate von einem Bekannten aus der Schweiz. Ich habe den Namen leider wieder vergessen, werde ich eruieren, unten reinschreiben. Hier meine geliebten Pimientos de Padron, da habe ich schon ein paar Mal durchgeerntet. Ich habe es auf Instagram schon mal gezeigt. Eine herrliche Pfanne gemacht. Das schmeckt so gut. Einfach in Olivenöl anbraten. Knoblauch dazu, grobes Salz dazu. Und dann essen, genießen. Schmeckt herrlich. Und hier zum Schluss Paprika Panthos. Wächst leider etwas kümmerlich. Wird es aber auch noch schaffen. Und so sieht der grüne Spargel aus, wenn man ihn wachsen lässt. Hier die Ernte nächstes Jahr. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Kanal abonnieren und dahinter wachsen die Bohnen hoch. Die sollen hier hochranken. Auch die hat natürlich der Hagel erwischt und sind arg spät dran. Hier im zweiten Gewächshaus, da ernte ich Gurken zuhauf. Kleine wie die hier oder größere als Salat. Ich liebe es. Zusammen mit Dill. Hier wächst er riesengroß. Den lasse ich hier außerdem aussamen und der kommt hier immer wieder. Die Samenstände, die nehme ich dann, bring sie auch raus, verteile sie da, dass der Dill sich einfach überall von selber aussamen kann. Überall wachsen sie, die Gurken, wunderschön. Und wie isst man ganz schnell einen Gurkensalat? Gurke abbeißen, vom Dill abbeißen. Köstlich. Braucht kein Salz, braucht kein Pfeffer, braucht kein Essig und Öl. Es schmeckt so gut, so frisch. Knackig, lecker. Dazwischen auch wieder Tomaten, verschiedenste Sorten und Chili. Und ganz hinten in der Ecke, da habe ich mein Süßkraut Stevia. Das allerdings musste ich nachkaufen, weil von den 2 Samenpackungen, die ich mir gekauft hatte, kein einziges aufgegangen ist, beziehungsweise kein einziges durchgekommen. 2 winzige Pflänzchen waren da. Die waren vielleicht so einen halben Zentimeter groß. Dann sind sie gestorben. Ich habe mir eine nachgekauft. Peinlich, aber ich wollte es einfach mal probieren mit der Stevia. Und im Gewächshaus steht noch diese Chili hier. Namen blende ich euch unten ein. Und die Tomate Blush Tiger. Ah, wächst auch ein bisschen mager.
Hier in dem Kasten, da hatte ich schon mal was gepflanzt gehabt vor dem Hagel, verlinke ich euch da oben in dem Video. Und das ging natürlich alles kaputt, deswegen habe ich es neu bepflanzt mit euren Pflänzchen. Nochmal vielen Dank. Und zwar gibt es hier Kohlrabi und Rosenkohl. In dem Fass hier, da ist meine Brennnesseljauche drin. Bloß nicht reinlangen, stinkt wie Hölle. Da kommt aber nicht nur Brennnessel rein, nein, auch Beinwell. Und, was haben wir hier? Alle ausgegeizten Tomatenblätter, die verjauche ich hier auch einfach. Das gibt eine schöne Stinkbrühe und ideal für meine Pflänzchen. Die lieben das. Hier in der warmen Gartenmauer, da wächst Tomatillo, werde ich ein extra Video zu machen, sobald die Früchte hier reif sind. Und dann wächst hier noch jede Menge an Kartoffeln, die sind noch klein. Hat mir die liebe Nadja zugeschickt von Neues vom Landei, auch an dich. Vielen Dank. Bei den Bienchen ist alles klar, die fliegen. Nur die Honigräume, die werden dieses Jahr leer bleiben. Warum? Der Mai war kalt und nass, da haben die Bienen wenig eintragen können. Und dann war es ein paar Tage schön. Dann habe ich geschleudert, war ein bisschen Honig da und anschließend kam der Hagel. Der hat alle Blüten zunichte gemacht. Die Bienen haben also nichts mehr zum Futtern reinholen können, also weder Pollen noch Nektar. Das, was sie jetzt finden, es ist immer noch nicht viel, es blüht nicht viel, das lasse ich denen natürlich als Futter. Und entsprechend fällt die Honigernte, die Honigsaison bei mir dieses Jahr komplett aus. Wisst ihr, worüber ich mich freue? Wie sich ein Baum wie diese Quitte hier reparieren kann. Da waren fast alle Blätter, ungefähr so wie dieses hier, braun und welk, kaputt gehauen. Und schaut euch an, alles hellgrüne hier ist jetzt nachgetrieben. Unglaublich. Natürlich gibt es keine Früchte. Die sind alle runtergehauen worden oder die, die noch dranhängen, sind kaputt. Aber macht nichts. Immerhin überlebt der Baum. Auch wenn er hier an der Rinde wirklich schlimm aussieht, sehr mitgenommen, da würde ich gerne mal Dominik Schreiber fragen, den Profi unter den Baumkennern, ob er hier was weiß, was ich machen soll mit diesen Ästen hier. Behandeln oder einfach in Ruhe lassen. Hallo Florian, mit Hagelschaden kennen wir uns leider ziemlich gut aus, weil wir 2012 ebenfalls einen sehr, sehr starken Hagel bei uns im Betrieb hatten. In diesem Fall hattest du sogar noch etwas Glück im Unglück. Der Hagel ist nämlich schon im Juni und damit relativ zeitig im Jahr passiert. Und was man bei deinem Quittenbaum sehr, sehr gut sehen kann, ist, dass die Wunden bereits sehr gut verheilt sind. Das liegt daran, dass der Baum bereits wieder stark im Wachsen ist und ein Spruch meines Vaters ist da immer, Wachstum heilt. Dieses neue Wachstum des Baumes sorgt nämlich jetzt gerade für eine super Wundverheilung. Man sieht keinen Gummifluss, nicht dieses Harzen an Bäumen, was typisch wäre nach einem Hagelschaden. Somit bei der Quitte alles gut. Hier kannst du noch schauen, dass du sie jetzt im Wachsen hältst. Wenn du sie zum Beispiel düngen möchtest mit deinem guten Kompost, dann machst du damit sicher nichts falsch. Und auch hier bei meinem geliebten Mirabellenbaum. Ah, Mirabellen sind was Herrliches. Hier hängen noch ein paar Früchte dran, aber keine Frucht. Ohne Schadstelle. Ich schätze mal, wenn die reif werden, werden die sofort alle faulen. Wie brutal dieser Hagel ist, sieht man hier, wenn man sich mal das Aststück hier anschaut. Seht ihr die ganzen Schrammen hier drin? Wahnsinn, welche Gewalt die Hagelkörner doch hatten. Zu deinem Mirabellenbaum, da ist es natürlich extrem schade um die vielen, vielen guten Früchte. Jetzt gilt es bei den Verbleibenden noch darauf zu achten, ob diese bei der Ernte oder vor der Ernte verfaulen. Wenn sie das tun, dann solltest du schauen, dass du sie so früh wie möglich vom Baum entfernst, damit sie auf keinen Fall als verfaulte Frucht am Baum über den Winter verbleiben, dann Sporen ausbilden. Vor allem Pilzkrankheiten wie Monilia leben von diesen Sporen. Für diese wäre dann das Potenzial im Folgejahr viel zu hoch und das kann dann wirklich schwerwiegende Folgen haben. Du hast mich jetzt dazu motiviert, das Thema Obstbäume nach Hagelschlag etwas genauer zu beleuchten und deswegen habe ich jetzt beschlossen, noch ein eigenes Video, das noch tiefer in die Thematik Hagel hineingeht, für unseren Kanal zu drehen. Alles Gute, Florian! Auf der Terrasse, da gibt es eine neue Nisthilfe von der Sabine, die hat mich besucht. Wir haben diese Nisthilfe hier zusammen neu gebaut. Da ist schon der Bär los hier. Klasse, wie die Kleinen hier fliegen. Meine habe ich auch wieder repariert. Wie ich das gemacht habe, in einem separaten Video. Auf der Terrasse seht ihr außerdem Tomaten, wie hier die Himbeerrose, auch zugeschickt bekommen. Denn auch auf der Terrasse war alles kaputt. Da unten habe ich eine Rispentomate und hier nochmal eine Himbeerrose. Johannisbeertomate und Tomatensorte unbekannt.
Der Wein hier auf der Terrasse wächst wunderbar, auch wenn die Anzahl der Trauben nicht ganz so groß ist wie letztes Jahr und auch die Fülle ist nicht ganz so gut, aber ich freue mich trotzdem. Der Kräutergarten hier ist wie ausgewechselt, denn hier hinten, da stand früher ein riesiger Salbei, den hat Carmen von Carmens kleine Welt rausgemacht und hier ganz viele Kräuter reingesetzt, eine große Vielfalt. Ganz herzlichen Dank nochmal an die Gärtnerei Labio, die mir diese Kräuter hier zur Verfügung gestellt hat. Und auch vielen Dank an die Gärtnerei Pflanzmich für die Kornelkirsche, für Aronia und hier für die Kamtschatka-Beere. Super! Das war er schon wieder, der Gartenrundgang im Juli 2019. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, ich freue mich immer tierisch über einen Daumen rauf, ist mir sehr wichtig. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und wenn ihr das hier nachmachen wollt, einfach Wasser mit Zitrone, bisschen Pfefferminze und das schmeckt herrlich erfrischend. Ich sag Ahoi, bleibt mir treu, euer Selbstversorger Rigotti. Prost! Und er leert den Krug in einem Zug. Ah. Tschüss.